Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Real Talk. Und dieses Mal mit einem etwas anderen Format, denn wir haben uns überlegt, wir werden das Ganze nicht nur wie gewohnt auf unserem YouTube-Channel veröffentlichen. Dieses Mal werden wir die Tonspur auch nutzen, um sie als Podcast auf Spotify anzubieten. Also wer Bock hat, das Ganze während der Autofahrt ganz entspannt sich mal anzuhören, der kann das dementsprechend jetzt auch auf Spotify machen. Einfach unter Successful Bates suchen. Da findet ihr unseren Successful Bates Podcast. Die erste Folge kann man sich auch nochmal eben anhören. Da geht es um unsere Coated Hookbaits. Ja, und zukünftig werden wir, wie gesagt, dieses Format jetzt auch mit als Podcast anbieten. Das macht es für uns natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, für mich und meinen Gesprächspartner, den ich gleich vorstelle, weil wir natürlich jetzt auch auf die Zuhörer eingehen müssen, die natürlich nicht das Bildmaterial sehen, was wir hier im Videobereich einblenden können, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja, ich bin einer Einladung gefolgt von einem unserer Teamangler. Wo wir uns hier befinden, da gehen wir gleich nochmal eben ganz kurz drauf ein. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen in meinem Format André Börner. Hi. Hi Tamu, auch dir herzlich willkommen natürlich. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Lass uns das mal kurz verorten. Wo befinden wir uns hier? Also wir können ja ruhig mal eben grob darauf eingehen. Wir müssen das Gewässer ja nicht verraten. Genau. Wir sind ja quasi in Niedersachsen, in deiner alten Heimat. Genau. Haben uns in der Mitte getroffen. So habe ich einen etwas kürzeren Weg gehabt. Und du wolltest ja gerne mal wieder ja, die Gewässer in deiner Heimat befischen oder das eine Gewässer hier. Was hat es mit diesem See auf sich? Das ist ja auch ein besonderes Gewässer. Ne? Ja, absolut. Also es ist ein uriger, kleiner 6 Hektar Baggersee und man muss dazu sagen, meine alten Heimat, also ich wohne ja in Peine, meine alte Heimat befindet sich ja Neustadt am Rühmberge, wenn ihr wenigstens kennt, das liegt so zwischen Hannover und Neustadt am Rühmberge. Ja, und das ist tatsächlich so, dass da noch nicht so viele Karpfenangler unterwegs sind und es sind auch eher so kleinere Baggerseen, die viele nicht auf dem Schirm haben, aber wie du siehst, ein schöner, uriger, kleiner See. Absolut. Also ich habe das gestern, wo ich hier angekommen bin, schon gedacht. Wirklich ein sehr schönes, tolles Gewässer. Wir werden das Gewässer an sich jetzt selber nicht zeigen, einfach auch, ja, um da die Local zu schützen. Genau. Sowas muss natürlich nicht sein. Wir wollen keine Gewässer hier irgendwo verbrennen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Aber um das mal bildhaft zu machen, das ist ein 6 Hektar See, der komplett umsäumt ist von Schilf, von Bäumen, Trauerweiden, die übers Wasser hängen. Also das könnte auch so ein englischer Pool sein. Absolut, ja. Total idyllisch, richtig ruhig. Der ganze See ist eingezäunt, also man braucht auch einen Schlüssel, um dementsprechend hier aufs Gelände zu kommen. Das macht es für uns natürlich sehr angenehm. Wir haben hier absolute Ruhe. Genau. Und Gastangler sind eigentlich auch nicht erlaubt. Nur in der Begleitung mit Vereinsmitgliedern. Ne? Alles klar, so habe ich Glück gehabt in dem Moment. Der See ist aber ja auch besonders, sage ich mal, vom Bestand her. Du hast mir ja von vornherein gesagt, so, hey, wir haben die Möglichkeit, da auch an einem Lowstock zu fischen. Richtig, ja. Jetzt ist es ja so, heutzutage wird ja gefühlt jedes Gewässer da draußen als Lowstock betitelt, damit die Leute sich so ein bisschen damit auch brüsten können. Wie ich dich jetzt kenne, du bist ja nun ein Mensch, der überhaupt nicht den Drang hat, sich in den Vordergrund zu rücken. Also ich glaube, wenn du sagst Lowstock, dann hat das auch schon seinen Hintergrund. Ne? Erzähl mal, 6 Hektar sagtest du, wie viele bekannte Fische sind hier drauf? Ja, so 11 bis 12. Man vermutet, was man jetzt irgendwo, ja, vielleicht maximal 15 Fische. Okay, ja. Ne? Die hier im Gewässer eine sehr gute Möglichkeit haben, auch nicht an die Route zu gehen. Ne? Wenn ich mir das hier angucke, Rückzugsgebiete ohne Ende.
Der See hat ja auch, ja, ich sag mal, von der Gesamttiefe her ist er nicht sehr tief. Wie tief hat er? Maximale Tiefe, glaube ich, 4,80 Meter. Okay, das heißt, ja, die Fische können sich hier überall aufhalten. Absolut, ja. In jeder Wassersäule. Das macht das auch nicht einfacher. Mhm. Auch im Frühjahr nicht. Ne? Man kennt das ja, in tieferen Baggerseen kann man einen Großteil schon ausgrenzen. Hier ist das eher nicht der Fall. Klar, der ist nicht groß. Die Fische zeigen sich auch nicht sehr gerne. Also schon sehr tricky. Und das habe ich auch dieses Jahr im Frühjahr gemerkt. Ich bin ab und an mal ja, wieder in meine alte Heimat gefahren und habe hier ganz schön auf die Schnauze bekommen, auf gut Deutsch. Okay. Also ich habe einen Fisch gefangen im Frühjahr, aber das war wirklich ein hartes Brot. Mhm. Ja, gut. Ich sag mal, gerade auch kleine Gewässer, also klein ist ja relativ, aber ich sag mal, 6 Hektar, für viele wird das ein Teich sein, mhm, sind ja manchmal auch ganz besonders tricky und die sollte man auch nicht unterschätzen. Ich sag mal, gerade auch in Bezug auf Lautstärke, auf das Fressverhalten der Fische. Das ist ja so, dass das hier auch, dass die Fische ein besonderes Fressverhalten, mhm, an den Tag legen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Da ist ja heute auch schon was sehr Ärgerliches passiert. Ja. Oh. Also wir haben die Soundbox hier stehen, nicht wundern. Genau. Live Run wäre natürlich jetzt ein Traum, aber. Könnten jetzt auch die Schleien sein, das Gewässer. Beherbergt nämlich unheimlich viele und auch große Schleien. Was es auch nicht einfacher macht, ne? Hier an genau, Fisch zu kommen. Genau. Das ist immer so ein Kompromiss, weil man will ja eigentlich an so einem See, wo jetzt nicht so viele Fische drin rumschwimmen. Also ich fische lieber mit kleineren Ködern. Mhm. Einfach, weil sie der natürlichen Nahrung ja, mehr entgegenkommen. Und ja, heute hatte ich auch einen 24 mm Bolli drauf. Ja, da wurde ich auch in Ruhe gelassen. Mhm. Aber da kommen wir später nochmal zu, mhm, was dann passiert ist. Ja, wobei wir können ja ruhig mal eben kurz drauf eingehen. Ich bin ja gestern hier angekommen. Genau. Dann haben wir uns ja grundsätzlich erstmal ja, es gemütlich gemacht, haben ein schönes Radler getrunken und haben auch selber erstmal geschnackt. Wir haben uns ja jetzt auch das erste Mal persönlich gesehen. Genau. Das ist mir dann auch immer wichtig, dass man dann nicht sagt, komm her, wir packen jetzt gleich die Kamera aus und ziehen hier unser Ding durch, sondern einfach auch mal ein bisschen Smalltalk halten, ja, auch einfach mal so grundsätzlich über ein paar Dinge quatschen. Gestern Abend haben wir uns noch schöne Pizza geordert. Das war gut. Genau, haben noch ein Bierchen dazu getrunken und haben dann den Abend ganz entspannt ausklingen lassen. Haben natürlich auch über dieses Gewässer philosophiert. Ich muss sagen, für mich also wirklich ein traumhaft schönes Gewässer, was mich persönlich auch sehr reizen würde, gar keine Frage. Aber das ist ja auch der Grund, warum auch du gesagt hast, hey, ich komme hier immer noch mal wieder her, weil dieses Gewässer halt einen gewissen Reiz auch auf dich ausübt. Auch aufgrund der Fischgröße. Man darf ja auch ruhig mal eben sagen, dass hier ein großer Fisch drin schwimmt. Ja. Ende 20 Kilo? Ja, 28 Kilo. 28 ungefähr. Kilo. Pah. Der wird natürlich auch schwanken zu den Jahreszeiten, aber ich sag mal so, im Schnitt hat er so 28 Kilo. Geil, okay. Und man muss dazu sagen, das sind jetzt keine Fische, die hochgemästet worden sind. Hier ist so gut wie kein Angeldruck drauf. Die sind auf natürliche Art und Weise so groß geworden. Ja, das kommt auch noch dazu. Haben viel natürliche Nahrung, ne? Ja. Ich habe das gestern gesehen, dass hier sehr viel Muscheln auch im Uferbereich liegen. Grundsätzlich, sage ich mal, wenn man sich das Gewässer anguckt, sieht man es eigentlich schon, dass hier alles kreucht und fleucht. Also ich glaube, auch das ist ein Thema, was die Angelei natürlich auch sehr schwierig macht. Nämlich, ich sage mal, die Konkurrenz durch die natürliche Nahrung. Genau. Die aber ja im Endeffekt auch dafür gesorgt hat, dass die Fische überhaupt so groß geworden sind. Oder vor allem auch der eine. Aber wenn man überlegt, dass man hier sitzt an einem relativ kleinen Pool und ein fast 30 Kilo Fisch in greifbarer Nähe ist, das übt natürlich immer auch einen gewissen Reiz auf einen. Absolut, ja. Aus, ne? Ja, ist schon schön. Ja, zumindest haben wir dann gestern ganz entspannt ja den Abend ausklingen lassen. Und wir können es ja ruhig schon mal eben erzählen. Der Morgen ist ja sehr ereignisreich losgegangen, ne? Ja, das stimmt. Weißt du, es war so gegen 5:30, glaube ich. Mhm. Aus dem Nichts. Einen schönen Foilrun. Und da habe ich tatsächlich einen schönen Spieljahr gefangen. Da habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. Weil wirklich mit gerechnet habe ich nicht. Man hofft ja natürlich immer. Aber ich gehe immer wirklich ohne große Erwartung ran. Und nehme einfach alles mit, was kommt. Und ja, also ein traumhaft schönes Tier, muss man ja wirklich sagen. Du hattest mir das ja aus der Vergangenheit schon mal erzählt, dass man halt einfach auch Glück haben kann. Und Fische auf dem Platz hat. Ja.
Du bist dann ja auch so wie heute Morgen immer relativ schnell. Das heißt, den Fisch mal eben ganz kurz in die Sling. Genau. Die Rute sofort wieder raus. Genau. Weil man ja auch bei der geringen Anzahl an Fischen, wenn man halt weiß, hey, ganz oft hast du 2, 3 Fische auf dem Spot, sofort die Rute wieder hinterher und den Fisch mal eben kurz in der Sling geparkt und dann dementsprechend Bilder und Aufnahmen gemacht. Aber ein wunderschönes Tier. Ja, ne? Absolut. Also den kannte ich auch nicht, den Fisch. Wirklich eine tolle Färbung, so dieses leicht bräunliche, das passt halt einfach so total zu diesem urigen Gewässer. Ja. Also da auch nochmal Glückwunsch. Dankeschön. Es ist dann aber ja auch noch etwas passiert, was nicht so schön war, ne? Das stimmt. Du hast ja noch einen Lauf bekommen. Ja. Der ist ausgestiegen. Der ist leider ausgestiegen. Ich habe dir ja gestern schon gesagt, dass die Fische hier sehr, sehr spitz immer beißen. Das ist mir schon aufgefallen. Also der Haken wirklich am letzten Hautfetzen. Ich angle hier auch ultrascharfe Haken. Ich gehe davon aus, wenn ich die nicht so scharf fischen würde, würde ich teilweise auch die Fische gar nicht haken. Mhm. Wiederum ist dann natürlich auch dann die Möglichkeit, dass sie dann schlitzen, ne, wenn die so knapp sitzen. Und da bin ich noch am Überlegen, wie ich das in Zukunft noch verbessern kann. Ist natürlich super ärgerlich, wenn man überlegt, dass man hier irgendwo 12, 13, vielleicht 14 Fische hat. Und man bekommt tatsächlich an einem Morgen 2 Bisse und einer davon steigt kurz nach dem Anschlag aus. Das ist natürlich super ärgerlich. Genau. Weil man ja halt auch nicht weiß, was genau war es am anderen Ende. Du hattest gesagt, du meinst kurz einen Spiegler gesehen. Doch, ich habe ihn gesehen tatsächlich. Der ist dann ja auf mich zugekommen, der ist ja einmal hoch. Ich meinte, die Schnur hat vorne festgehangen. Mhm. Und ich denke, aus diesem Grund ist er dann an die Oberfläche gekommen. Da dachte ich erst, weil hier sind auch ein paar Graser drin, das könnten Graser gewesen sein. Und wo die Schnur dann sich befreit hat vom Hindernis, ist er wieder an die Oberfläche gekommen. Da habe ich dann deutlich gesehen, dass es auch ein guter Spiegelkarpfen gewesen ist. Okay. Ach, ja. Mann, ey. Ärgerlich. Genau. Das war sehr, sehr ärgerlich. Ich sag mal, gut, einen gefangen, einen verloren. Genau, das Positive da rausziehen, überhaupt einen gefangen zu haben. Jetzt stellt man sich mal vor, das wäre der einzige Biss heute Morgen und den verliert man dann. Ne? Also hatte ich hier auch schon, ne? Hatte ich erzählt im Frühjahr, auch morgens. Und dann kriegt man einen Lauf und dann schlitzt er dann einfach aus und das ist dann super ärgerlich einfach. Ne? Ja, unfassbar. Also das ist auch etwas, was mir tatsächlich den ganzen Tag versauen kann. Ja. Auf der anderen Seite muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, 2 Bisse am Morgen an so einem Gewässer mit so einer geringen Fischdichte zeigt ja auf jeden Fall schon mal, dass man auf dem richtigen Weg ist. Du hast ja nun aufgrund der Entfernung nun nicht die Möglichkeit gehabt, großartig vorzubereiten. Das heißt, du setzt ja in so einem Moment auch auf eine vernünftige Taktik in Form von eine gute Stelle und auch dementsprechend passendes Futter. Richtig, ja. Wir können da ja mal kurz drauf eingehen. Ich habe heute Morgen gesehen, du hattest bei dir im Eimer den Seafood, den VNX und ein paar Tigernüsse. Genau. Wie kommt es zu dieser Kombination? Gefühlt fischst du die das ganze Jahr, das ganze Jahr über, ne? Das stimmt. Ich habe auch mal wieder Bock auf was Neues, aber ich vertraue dem halt zu 100%. Und gerade an so einem Gewässer, das ist ja auch mega wichtig, finde ich, da mit Vertrauen ranzugehen, ne? Und da nicht irgendwie was Neues auszuprobieren. Wollte ich gerade sagen, Vertrauen, also der Glaube an etwas, sagt man ja so schön, versetzt ja auch ganz oft Berge. Absolut, ja. Und ich habe das auch immer, gerade an Gewässern, die tricky sind, probiere ich nicht unbedingt neue Sachen aus im Bereich Köder oder Ähnliches, um halt, ich sag mal, diese Quelle komplett aus meinem Gedanken rauszunehmen. Genau, wenn jetzt im Zweifel zu begraben, ne? Nicht, dass man da irgendwie dann sagt hinterher, das lag an den Boilies vielleicht. So, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vertrauen fängt, das ist einfach so. Und auch die Kombination ist ja sehr interessant. Du setzt ja einmal auf einen Fischmehlköder und einmal auf einen reinen Kohlenhydratköder. Unterstützt das Ganze noch mit Tigernüssen, die ja, ich sag mal, gerade jetzt in der Sommerzeit immer ein sehr, sehr guter Köder auch sind. Genau. Hast du auch mit am Haar, ne? Tigernuss? Ja, da hatte ich auch den Biss drauf. Okay, ja. Das heißt eine Kombination aus einem Boilie und einer Tigernuss. Genau, genau. Das auch als Sinker. Ja. Ja. Also jetzt gar nicht irgendwo Pop-up oder irgendwo was, sondern versuchst wirklich genau das auch am Haar anzubieten, was auch als Beifutter da liegt. Ich muss ja noch dazu sagen, ja, das stimmt, ich fütter hier eigentlich in der Regel nicht vor, aber mein Sohn, der wohnt ja auch hier in der Gegend. Ah, okay. So, und den habe ich ja auch des Öfteren natürlich. Der lebt nicht bei mir. Und dann komme ich hierher und wenn ich weiß, ich will eine Session machen, dann lege ich auch ein bisschen Futter. Ne? Ah,
Alles genau. Klar, okay. Ja. Gut, das heißt, du hast also da doch auch die Möglichkeit, hier mal eben ein bisschen Futter zu verteilen, genau, wenn du weißt, hey, ich komme hier in ein, zwei Tagen her. Richtig. Klar, wenn ich jetzt spontan losfahre, dann natürlich nicht, aber wenn ich weiß, dass viele meine Session machen, und dann verbinde ich das ganz gerne dann auch mit einem Besuch. Und ja, dann kommt immer ein bisschen Futter rein. Ne? Bietet sich ja definitiv auch an, das ist ja so. Genau. Du hast ja eben selber schon gesagt, Seafood VNX ist so eine Kombination, die du ja gefühlt das ganze Jahr über schon benutzt. Hat das einen Grund, warum du zwei vollkommen gegensätzliche Köder verwendest? Welcher Hintergedanke spielt da mit rein? Willst du verschiedene Fische ansprechen oder was genau hast du dir ursprünglich mal dabei gedacht? Genau, also auch verschiedene Fische ansprechen, absolut. Und ja, der VNX ist natürlich das komplette Gegenteil vom Seafood. Der Seafood hat ein super Nährwertprofil. Der VNX hat noch den visuellen Reiz. Ja, durch die Farbe, genau. Das stimmt. Wird im Wasser ja auch noch etwas heller. Eine kurze Durchlaufzeit auch. Und im Sommer auch immer eine Waffe, ne? Gerade bei hohen Wassertemperaturen der VNX. Auch am Kanal eigentlich so mein Lieblingsköder dann, ne? Der VNX. Weil ich ja, wenn wir kurz zum Kanal zum Sprechen kommen, hauptsächlich auch im Sommer dann der Fische, deswegen dann auch der VNX dann. Ist für mich wirklich so ein Sommerköder, aber auch gerade hier möchte ich auch mal so ein paar Fischmehlbollis mit dabei haben dann. Ja, genau. Also der VNX, das ist ganz interessant, das haben uns auch schon ganz viele Kunden bestätigt und auch wir bei uns im Team haben das schon festgestellt, dass der im Sommer ab einer gewissen Wassertemperatur wirklich ein super guter Köder ist und die Fische auch sehr gut darauf ansprechen. Es ist ja in diesem Köder auch Fermentgetreide verarbeitet, also im Grunde genommen fermentierte Getreidemehle. Genau. Und mir ist das auch schon aufgefallen, gerade auch fermentierte Partikel funktionieren im Sommer bei hohen Wassertemperaturen super gut, also auch meines Erachtens nach viel besser als im Frühjahr oder im Herbst. Ich habe immer die Vermutung, dass auch gerade dieses Fermentgetreide ab einer gewissen Wassertemperatur noch wieder irgendwelche Botenstoffe aussendet, die die Fische noch besser aufgrund der Temperatur wahrnehmen können. Also der VNX gerade auch im Sommer, und das sehen wir auch ja anhand des Bestellaufkommens, sage ich mal, unserer Kundschaft, ist einfach eine absolute Bank. Genau. Also auch die Kombination, ich sag mal, Fischmehlköder und Kohlenhydratköder. Ich bin ja so ein Freak, dafür werde ich ja auch oft belächelt. Ich behaupte ja immer, Fische haben Vorlieben. Also es gibt Fische da draußen, die Vorlieben haben. Genauso bin ich persönlich auch davon überzeugt, dass das Schuppenkarpfen, aufgrund dessen, dass sie irgendwo noch so ein bisschen diese Urform des Karpfens drin haben, sehr, sehr gut auf Partikel- oder auf kohlenhydratreiche Köder anspringen. Das würde ich hundertprozentig so unterstreichen auch. Ah, okay. Ja. Genau. Ist witzig, ich habe die Diskussion mit Chris Umbereit auch mal gehabt, der am Fluss beispielsweise sehr viele Schuppenkarpfen hat und da auch den VNX Plus einsetzt, weil er sagt, er hat festgestellt, dass die Schuppenkarpfen enorm gut auf gerade diesen Boilie reagieren. Ja. Und ich habe auch immer gesagt, wenn ich einen Zielfisch hätte, einen Schuppenkarpfen, ich würde hundertprozentig auf den VNX Plus setzen, aufgrund der Inhaltsstoffe. Genau. Ich denke, das hat auch mit dem CSL vielleicht was zu tun. Das lieben die Schuppenkarpfen. Das lieben natürlich auch andere Karpfen. Aber wie schon gesagt, ich glaube Schuppenkarpfen besonders gerne. Und gerade bei hohen Wassertemperaturen ist auch ein super Attraktor. Also ja, also nicht wundern, wenn so wie jetzt hier auch mal eben so ein paar Geräusche von Hunden oder so durchkommen. Wir haben hier einen Weg hinter uns. Wie gesagt, der See ist eingezäunt, aber direkt hinter uns befindet sich ein Weg, der jetzt gerade in den frühen Morgenstunden gerne von Spaziergängern auch genutzt wird. Ja. Aber ansonsten hat man hier wirklich absolute Ruhe. als Hakenköder hatte ich heute Morgen gesehen, hast du allerdings ein Coated Hookbait drauf gehabt. Ne? Genau, Seafood Coated Hookbait mit der Tigernuss dann. Ja. Einfach kombiniert. Ne? Coated Hookbaits an sich, wie bist du davon angetan? Wie findest du die? Super. Okay. Also absolut davon überzeugt. Mhm. Und die kommen eigentlich fast immer nur noch ans Haar dann. Ist geil. Ganz also, ehrlich, ja. Ist witzig, egal mit wem ich aus dem Team spreche, telefoniere, sonstiges. Seitdem wir die im Umlauf haben, habe ich das Gefühl, nutzen die Leute keine normalen oder anderen Hakenköder mehr. Warum eigentlich auch, ne? Du hast ja sofort den Effekt dann, dass der Boilie anfängt zu arbeiten oder die Teigschicht drumherum und hast dann ja aber trotzdem den harten Kern noch, ne? Das ist so. Es ist einfach eine Win-Win-Situation. Das muss man einfach so sagen. In dem Moment, wo
so ein Coated Hookbait mit Wasser in Berührung kommt, fängt er sofort an zu arbeiten. Gerade beim Seafood auch, da haben wir ja auch dementsprechend Extrakte mit drin. Da ist in der Ummantelung auch ein vorverdautes Fischmehl mit drin, was sehr hoch wasserlöslich ist und sofort arbeitet. Genau. Ja. Natürlich gerade an einem Gewässer so wie hier auch, wo du sagtest, viele Schleien drin. Attraktiv ist nicht selektiv, das darf man immer nicht vergessen. Ja. Aber dafür hat man ja im Inneren den normalen Boilie, den festen Kern, der ja dann wieder selektiv ist. Genau. Aber man hat halt sofort zu Anfang, dass Attraktoren ans Wasser abgegeben werden. Und ich persönlich muss auch sagen, wer heutzutage, sage ich mal, noch einen normalen Boilie aus der Tüte sich ans Haar hängt, kann ich nicht nachvollziehen. Also die paar Euro würde ich wirklich ausgeben und mir auf jeden Fall eine Dose von den Coated Hookbaits greifen. Ja, die halten ja auch ewig lang, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Ist ja nicht so, dass da nur 10 Stück oder so drin sind. Also ich habe immer noch die erste Dose, wenn ich ehrlich bin. Und dann gehst du auch nicht viel angeln, ne? Was stimmt denn da nicht? Ja gut, ich habe ja noch den V&X auch als Coated. Und nee, das passt schon. Es gibt ein paar Situationen, jetzt in Frankreich habe ich da nicht so drauf gesetzt, weil ich da überhaupt nicht selektiv sein wollte. Aber hier finde ich das zum Beispiel auch nicht schlimm, mal eine Schleie zu fangen. Da gehe ich den Kompromiss dann auch mal ein. Ne? Sind ja auch schöne Fische, davon mal abgesehen. Ja. Also eine Schleie ist für mich ein Beifang, der auch tatsächlich willkommen ist. Insofern es nicht nachts um 3 bei Dauerregen ist. Aber genau. Das ist ja meistens eher so bei den Brassen so die typische Zeit. Aber ich gebe dir recht, auch so ein Coated Hookbait natürlich hat nicht immer seine Daseinsberechtigung. Gerade auch, wenn du von Frankreich sprichst. Wir waren jetzt im Sommer auch noch mal in Frankreich, wo ich auch darauf verzichtet habe, aufgrund der Katzenwelse. Genau, wir haben die ja sogar dann noch mit diesem Superwrap eingewrappt, die Bowlies. Da macht das ja gar keinen Sinn. Nein. Ja. Da habe ich dann zum Beispiel tatsächlich zu den Hardhookbaits gegriffen, einfach um da auch Ruhe zu haben. Genau. Und da will man halt wirklich keinerlei Attraktivität haben, weil die Biester machen einem das Leben dann auch tatsächlich zur Hölle. Ne? Genau. Ja, ja, aber interessant, wie du schon sagtest, also auch die Coated Hookbaits sind bei dir im Grunde genommen immer mit dabei. Ist immer halt ein dabei. Feedback, was ich aus dem Team eigentlich im Moment von wirklich jedem bekomme. Ja. Aber das ist auch ein Produkt, wie gesagt, eine absolute Win-Win-Situation. Genau. Du hast jetzt gerade eben schon kurz das Thema Kanal angesprochen. Wir können ja mal ganz kurz grundsätzlich auf den Typ André Börner zu sprechen kommen. Ich meine, die meisten kennen dich inzwischen entweder über uns oder auch durch die Kooperation, die du mit Fox zusammen hast. Genau. Aber wie sieht deine Angelei aus? Du hast jetzt gerade schon gesagt, ja, Sommermonate, Kanal. Ja. Wie sieht so ein Jahr bei dir aus? Das stimmt, im Sommer eigentlich fast ausschließlich am Kanal. Okay. Ja, das liegt eigentlich auch daran, die Wassertemperaturen sind bekanntlich natürlich sehr hoch im Sommer. Und du kennst das, dieses Sommerloch, die Fische sind im Seen teilweise lethargisch. Und das hast du am Kanal einfach nicht. Durch diese Schifffahrt, die ständige Bewegung da drin, ist immer gut mit Sauerstoff auch angereichert und die Fische machen da richtig Meter, verbrennen Energie und damit Futter kann man da echt gute Fische fangen. Mhm. Ne? Und da habe ich auch irgendwie Bock, das passt. Also für mich passt Sommer und Kanalangeln passt irgendwie. Ich mache immer dann auch schnelle Nächte und das ist am Kanal auch gut möglich. Und deswegen bin ich im Sommer dann hauptsächlich am Kanal. Im Frühjahr mal hier, mal da, auch so Kurzsessions. Generell mache ich auch viele Kurzsessions. Wie du weißt, arbeite ich im Dreischichtsystem. Mhm. Und ja, machen wir das dann noch zunutze, ne? Und gehe zum Beispiel, ich habe diese Woche Spätschicht, ich muss heute noch los. Und dann bin ich auch häufig nach der Spätschicht noch los in der Woche oder halt dann am frühen Morgen für ein paar Stunden. Mhm. Genau. Also du bist ein Typ, der grundsätzlich immer versucht, irgendwo seine freie Zeit so zu nutzen, dass du auch ans Wasser kannst. Und wenn es wenige Stunden sind, 2-3 Stunden. Ich wollte gerade sagen, das ist mir bei dir ja auch schon aufgefallen. Du bist ja auch so, dass du, wenn du an einem Gewässer das Zeitfenster kennst, wenn die Flüsse den Platz frequentieren, dass du auch wirklich sagst, hey, ich fahre da morgens um 7 hin und packe um 10 mein Gerödel wieder ein und habe bis dahin vielleicht sogar auch 2 Fische gefangen. Ne? Richtig, ja. Also wenn ich an das jetzige Frühjahr denke, ganz frühe Frühjahr, da hast du ja auch innerhalb von ein paar Wochen gleich ein paar richtig gute Fische gehabt. Das stimmt. Da wurde ich ja schon gefragt, so, ey, was macht der eigentlich beruflich? Der ist ja nur am Wasser. Ja, die Leute denken immer, ich bin nur am Wasser. Ne? Genau, ich wusste von dir aber ja nun mal, hey, der fährt tatsächlich nur für 2-3 Stunden an den See. Und zwar genau zu der Zeit, wo die Fische auf dem Platz sind. Und das war ja verdammt erfolgreich auch. Genau. Ne? Vor allem bei Futterplätzen.
ne, im Herbst, kommen wir vielleicht auch nochmal zu sprechen, mache ich halt einen Futterplatz dann. Ne? Mhm. Und da spiegelt sich das relativ schnell dann da, dass die Fische dann ein bestimmtes Zeitfenster haben, kennt man ja. Ja. Und in der Regel ist es dann so, dass ich dieses Zeitfenster einfach nur nutze, wenn ich das rausgefunden habe. Das kann sich ändern, haben wir auch gestern drüber gesprochen. Mhm. Ja, im Verlauf des Herbstes, sage ich mal, zum Ende des Jahres hin. Mhm. Aber für mich ist es einfach produktiver, gerade auf dem Futterplatz, halt auch nicht so viel Druck zu machen dann. Ne? Mhm. Also ganz, ganz selten, dass ich meine Doppelnacht mache, eigentlich fast gar nicht. Wenn dann eine schnelle Nacht oder dann wirklich das kurze Zeitfenster, wo wirklich die Fische dann in der Vergangenheit dann ja aktiv waren. Ja gut, das ist ja auch von Vorteil, sag mal, wenn sich herauskristallisiert. Ich weiß das bei uns auch an einem Baggersee, den ich letztes Jahr im Herbst befüttert und auch befischt habe. Da hatte ich die Fische morgens immer, ich sag mal, zwischen 6 und 10 Uhr. Ja. Und das hat sich einfach auch über mehrere Wochen herauskristallisiert, dass das immer die Zeit ist, wenn die Fische den Bereich aufgesucht haben. Und ich habe es nachher auch so gemacht unter der Woche, dass ich dann mal eben kurz morgens mit wirklich wenig Gepäck einfach nur eben hingefahren, die beiden Routen raus, hatte ich vorher schon alles abgelenkt, fertig gemacht. Hab da bis 10 Uhr gesessen, hab vielleicht meine zwei Fische gefangen und war wieder zu Hause. Also mit ja eigentlich minimalem Zeitaufwand das meiste rausgeholt. Ne? Genau, wenn man dann erfolgreich war, dann geht die Arbeit auch von der Hand irgendwie. Ne? Ja, das ist so. das ist wirklich so, ja. Das ist tatsächlich so, also wenn man da wirklich Gewässer hat, wo man weiß, in einem bestimmten Zeitraum sind die Fische da, kann man das super gut für Kurzsessions nutzen. Ja, und das war mir bei dir im Frühjahr halt auch aufgefallen. Aber ja, um drauf zurückzukommen, du sagtest das eben schon, Frühjahr ist für dich so mal hier, mal da. Genau. Dann im Sommer geht's an Richtung den Kanal. Würdest du dich als typischen Kanalangler bezeichnen? Also, weil da muss man ja wirklich auch Bock drauf haben. Da muss man Bock drauf haben, ja. Aber ich könnte das auch nicht das ganze Jahr durchziehen. Deswegen bin ich jetzt vielleicht nicht der Hardcore-Kanalangler. Mhm. Aber wie schon gesagt, da muss man Bock drauf haben. Ja. Da muss man auch irgendwo ein gewisses Nervenkostüm haben. Definitiv, ja. Ich meine, du hast ja auch jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt am Fluss, ist ja ähnlich. Mhm. Ich kenne das auch noch aus früheren Zeiten mit der Weser. Aber das kann man auch nicht mit dem Fluss wirklich vergleichen. Also es ist ähnlich, aber Kanal ist dann doch nochmal eine Spur härter. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch bei uns ein paar Mal am Kanal gesessen. Das ist so ein sehr schmaler Kanal, wo du auch grundsätzlich immer, wenn Schiffe kommen, die Routen reinholen musst. Und mir ging es einfach fürchterlich auf den Sack. Du hast gerade alles vernünftig liegen gehabt. Wir haben nur Schüttung bei uns. Das heißt, auch da musst du wirklich immer zusehen, dass alles akkurat liegt. Hast gerade Futter drauf, kommt der erste Kahn, holt darüber. Du kannst wieder alles reinholen, legst wieder alles aus, kommt der nächste Kahn. Früher war es so, da konnte man wirklich sagen, so ab 22 Uhr war Schifffahrt vorbei, weil dann auch die Schleusen nicht mehr geöffnet waren. Jetzt inzwischen ist es bei uns leider auch so, dass es sein kann, dass auf einmal nachts um 23:30 noch ein Schiff durchkommt. Kann passieren, ja. Boah, und ich muss ganz ehrlich sagen, das war nicht meine Angelei. Ja, kann ich jetzt, aber auch verstehen. Jetzt am Tidefluss, wo ich bin, habe ich den Vorteil, wenn das Schiff nicht zu tief beladen ist und wir Niedrigwasser haben, kann ich die Routen liegen lassen. Ja. Mache ich auch bei, jedes zweite Schiff hole ich die Routen rein. Aber aufgrund dessen, weil ich halt weiß, dass durch den Sog, den auch das Schiff verursacht, sehr viel Unrat auf dem Boden, auf dem Grund hin und her getrieben wird. Genau. Und das verfängt sich halt auch sehr schnell mal am Haken oder sonst irgendwo. Ja. Ansonsten könnte ich die Routen, glaube ich, komplett liegen lassen. Aber das ist zumindest etwas entspannter. Ja. Also Kanalangeln muss man tatsächlich echt Bock drauf haben. Ich wollte mich da mal mit anfreunden. War nicht meins. Wobei ich am Kanal tatsächlich auch absenke. Ne? Aber wie mir auch Spund fand. Okay. Und da dürfen dann auch mal ein paar Schiffe drüber ballern. Mhm. Und bei mir kommt das immer drauf an. Ich habe da auch schon ein gewisses Gefühl für entwickelt, wann ich dann so eine Route reinhole. Ne? Klar, lieber einmal mehr als zu wenig. Es kommt immer darauf an, auch, wie schwer die beladen waren. Wie du schon gesagt hast, diese mit Unrat unten, da gebe ich dir vollkommen recht. Fängt sich ganz gerne mal gerade am Blei oder auch mal am Haken. Aber teilweise habe ich auch schon Bisse bekommen, wo dann da Kraut oder Äste in der Schnur dann noch mit gehangen haben. Also da sind die rigoros, die Fische am Kanal. Ne? Wie ist das im Kanal? Klar, ist immer wahrscheinlich je nach Kanal unterschiedlich und auch nach Abschnitt. Aber wo legst du die Routen? Wie staffelst du die? Legst du Fahrrinne? Legst du Uferbereich? Wie machst du das da? Genau, ich staffel die Routen. Die erste kommt so 5 Meter von der Spundwand weg. Ich mag es nicht, press dran zu angeln. Habe ich keine guten Erfolge mit erzielt. So 5 Meter weg von der Spundwand, dann eine in der Fahrrinne. Ja. Und ganz gerne noch mal eine rüber dann.
Ach, tatsächlich, genau. Okay. Also eher nachts, ja. Ne? Wegen den Schiffen dann auch natürlich. Mhm. Es klappt auch, dass sie rüberfahren, aber das Risiko ist doch schon höher und die, tagsüber hole ich die ran und lege die dann auch in die Fahrrinne. Ja. Genau. Okay. Kanalangeln, wo wir gerade bei dem Thema sind, kommt ja in Kürze auch ein Video zu, ja, auf dem Fox-Kanal. Ne? Genau, vielleicht ist es schon draußen, wenn das Video jetzt kommt. Gut, genau, wollte ich gerade, ja, sagen. Da auf jeden Fall checkt mal den YouTube-Channel von Fox ab. Da ist ein Video mit André online. Ich gehe mal davon aus, es ist jetzt schon online. Ja, wo du mal auf eine Kanalsession begleitet worden bist. Ne? Genau. Ja. Bin ich gespannt, freue ich mich schon drauf. Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe von dem Rohschnitt schon gehört, ja, dass wir ja auch gut vertreten sind. Vielen Dank dafür. Klar. Werden wir aber wieder gut machen. Ja. Denn wir haben im Herbst ja auch noch was mit dir vor. Du hast gerade eben ja kurz schon mal angesprochen, füttern im Herbst. Du bist ja auch jemand, der, ich sag mal, zum, ja, im Verlauf des Herbstes hin sich einen Platz aufbaut. Ne? Genau. Mhm. Ja. Und du gehst da ja auch eine Taktik, die fand ich persönlich sehr interessant. Du ziehst das ja durch, ja eigentlich bis in den Winter, ne? Genau. Eigentlich ja, so wie ich Lust habe, aber oft dann, mhm, auch bis in den Winter rein. Also bis, genau, quasi die Eisdecke verhindert, dass du, richtig, noch füttern kannst. Genau. Und auch da hast du ja dieses Jahr bereits am 1. oder 2. Januar war das, mhm, einen unfassbaren Saisonstart hingelegt, ne? Ja, kann man sich eigentlich besser nicht ausdenken, wie das, Wahnsinn, gekommen ist. Genau, so in die Saison zu starten. Wobei, es fühlt sich ja immer noch so an, als wenn das noch die alte Saison ist. Ich wollte gerade sagen, du hast ja deine Saison eigentlich nie wirklich, genau, beendet. Genau. Aber ich fand es super interessant, wir haben uns da ja auch damals schon drüber unterhalten, dass du das halt einfach durchziehst und den Bereich auch bis, ja, zu dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr möglich ist, unter Futter hältst. Aber wir wollen da noch gar nicht zu viel von verraten, weil genau dieses Thema wollen wir ja in einem Video mit dir mal aufgreifen. Auch um den Leuten da draußen mal so ein paar Gedankengänge und auch ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie man sich für den Herbst oder auch für den Winter, sage ich mal, eine Stelle sehr gut aufbauen kann. Ne? Genau. Also da freue ich mich schon drauf. Da sehen wir uns im nächsten Monat dann wieder zu einem kleinen Filmdreh. Ja, generell, wir machen jetzt, ja, ich sag mal, noch eine halbe Stunde in den Feierabend. Du hast es, ja, eben schon gesagt, du musst heute noch wieder arbeiten. Richtig. Du hast halt Spätschicht, arbeitest im Dreischichtsystem. Was genau machst du? Ich bin bei Volkswagen in der Lackiererei. Ah ja, okay. Genau. Und deshalb auch der nagelneue Caddy, der da vorne steht? Relativ. Aber schöner Wagen, ja. Ja, doch. Und praktisch natürlich, ne? Mhm. Ja. Heißt, du hast ja, Nachtschicht, Frühschicht, Spätschicht. Ja. Was du aber auch sehr gut mit deiner Angelei verbinden kannst, genau, sagtest du vorhin schon. Das haben wir vorhin schon mal angesprochen, richtig. Auch mal in der Frühschicht gibt es Gewässer, die nachmittags gut laufen. Mhm. Und so picke ich mir das aus dann. Ne? Krass. Ja gut, wenn man die Möglichkeit hat und das Ganze auch dementsprechend so takten kann. Außer in der Nachtschicht, da bin ich nicht so aktiv. Ne? Grüße gehen raus an Finn, der macht das ja sehr gut in der Nachtschicht. Ja. Der fährt dann nachher noch ans Wasser, das könnte Finn, ich nicht. Finn Wirschul meinst du? Genau, ja, genau. Unfassbar. Der fängt auch richtig gut. Mhm. Ist natürlich auch zu einer super Zeit am Wasser dann, ne? Frühmorgens. Aber ich mache das dann lieber so, in der, wie schon angesprochen, in der Spätschicht. Mhm. Stell mir einen Wecker und dann bin ich ja morgens auch am Wasser. Ne? Ja, ist ja auch, ja, also ich sag mal, jeder findet da ja seinen Weg. Das ist ja auch gut so. Ja, aber wie gesagt, wir machen jetzt, ich denke mal, noch eine halbe Stunde. Dann wird das ganze Gerödel eingepackt. Ich mache mich wieder auf den Weg in die Heimat. Und ja, es war ja auf jeden Fall für dich eine erfolgreiche Session. Ja, das schön, stimmt, dass das geklappt hat. Klar, der Verlust ist schade, ist ärgerlich. Auf der anderen Seite, wie vorhin auch schon mal angesprochen, zwei Fische bei einem so geringen Bestand zeigt, du hast definitiv was richtig gemacht. Ich bin leider blank geblieben. Ist aber auch nicht schlimm. Mir ging es hauptsächlich darum, nicht hier eine Nacht am Wasser zu sitzen und die Ruten nicht liegen haben zu, genau, können. Insofern vielen Dank dafür, dass du auch mir da die Möglichkeit gegeben hast, dass ich zwei Ruten legen durfte. Gerne. Kann ich auch nachvollziehen, ne? Wenn man dann am Wasser ist, muss man auch irgendwo die Ruten dann drin haben. Ja, das geht, ja, nicht anders. Also da werde ich wahnsinnig, wenn ich auch gerade, ich sag mal, auch an so einem schönen Gewässer und auch noch mit so einem Fischbestand, ja, sitzen würde. Natürlich, klar, wenn man auf dem Videodreh ist, kommt es immer mal vor, dass man Leute begleitet, auch an Gewässer, wo man halt dann nicht mitangeln kann. Ja. Das ist dann halt so, aber das fällt mir schon immer sehr, sehr schwer. Ja, also da ist einfach der Jagdtrieb in mir auch zu groß. Wenn ich am Wasser bin, dann möchte ich doch auch zu gerne zumindest die Chance auf den Fisch haben. Und wir haben ja gestern auch kurz darüber gesprochen. Du hast ja Bereiche befischt, die du auch aus der Vergangenheit her schon kanntest. Und ich habe mir ja Stellen ausgesucht, die
vermeintlich im Grunde genommen kaum jemand befischt. Genau. Einfach um es auch mal auszuprobieren. Fand ich auch sehr interessant, das mal zu sehen. Hat natürlich leider nicht funktioniert, ist so, ja. Aber ja, ist auch nicht schlimm. Es war trotzdem eine entspannte, angenehme Session, hat Spaß gemacht. Gutes Essen, gutes Bier, gute Gespräche, so soll es sein. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut, wir beenden das Ganze. Wir sehen uns in einem Monat wieder beim Videodreh. Ja. Genau, dann geht es um das Thema Herbstangeln, freue ich mich schon drauf. Geht auch bald los, in ein, zwei Wochen fange ich dann auch an, die Stelle vorzubereiten. Mhm. Mit Futter und ich denke dann, dass wir da ein paar Fische fangen werden. Ja, da gehe ich auch mal ganz stark. Kein Lowstock, so viel kann ich schon mal verraten. Ja. Denke, da werden ein paar Fische bei rumkommen. Schön, freue ich mich drauf. Ich hoffe, jetzt habe ich mich nicht zu weit aus dem Fenster gehangen. Ja, yes. Gut. Du, da hast du auch gleich ein bisschen Druck für dich selber genau. Aufgebaut. Also die Erwartungen müssen jetzt natürlich auch erfüllt werden. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ja, in diesem Sinne sind wir raus. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee, dann packen wir ein, dann ist hier Feierabend. Ich bedanke mich bei dir, wie gesagt, nochmal für die Einladung, auch für das lockere Gespräch, mal eben vor der Kamera. Vielen, vielen Dank. Ein paar Informationen gerne. Haben wir auch über dich, über deine Person erfahren und auch über deine Angelei. Und da werden wir ja auch zukünftig noch ein bisschen was sehen und auch hören. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier jetzt einen Cut. Und ja, vielen Dank an euch schon mal fürs Zuschauen bzw. fürs Zuhören. Ich hoffe auch, dass euch das Format als Podcast gefallen hat. Gebt uns gerne mal ein Feedback, sowohl bei YouTube als auch beispielsweise bei Instagram oder bei Facebook. Wir werden natürlich, wenn das Ganze hier online ist, dementsprechend da auch mal ein paar Posts raushauen und freuen uns immer über Feedback, genauso auch natürlich über Kritik. Also wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, auch immer raus damit, freuen wir uns auch drüber. Ja, und ich würde sagen, wir sind raus, oder? Wir sind raus. Alles klar. Liebe Leute, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.